Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schaue ich mir mit euch dieses Eneloop-Ladegerät an und was das alles kann, wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann schauen wir uns als erstes mal an, was auf der Verpackung steht, und zwar da sind 4 AA-Zellen dabei gewesen, die habe ich schon mal rausgemacht. Es gibt eine Wiederaufladbarkeit von diesen Zellen von bis zu 2100 Mal. 1900 mAh ist die Mindestkapazität der jeweiligen Zelle und die Zellen haben nach 10 Jahren noch 70%. Gut, dann da wichtig, Smart Charging, also eine intelligente Laderegelung. Das war mir sehr wichtig. Dann, es stellt sich automatisch auf 120 oder 240 Volt Wechselstrom ein. Sehr wichtig, wenn ihr sowas auch im Ausland betreibt. Dann, es gibt 4 LEDs, die anzeigen, wie der jeweilige Status ist. Und es gibt eine individuelle Überwachung. Ja, das ist auch sehr wichtig. Und dann, ja, es ist für Nachhaltigkeit, weil Akkus setzt man häufiger ein. Die muss man nicht so oft entsorgen, sage ich mal, weil die sehr, sehr lange halten. Gut, da hinten noch, was da noch interessant ist, 5 Jahre Garantie auf diesem Ladegerät. Und dann holen wir es einfach mal raus. So. Betriebsanleitung lasse ich jetzt einfach mal weg. Da seht ihr jetzt, wie das aussieht. Ich habe das schon ein bisschen getestet, um euch da jetzt davon berichten zu können. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir stecken einfach mal ein. Dann passiert zunächst noch mal überhaupt nichts. Dann gehen wir her und nehmen uns mal Akkus. Am besten Eneloop Akkus. Die sind natürlich auf das ausgelegt. Und jetzt schaut mal her, wenn ich den einen Akku da reinstelle, dann haben wir hier so ein Lauflicht. Er checkt, aha, neuer Akku drin. Als erstes kommt Rot. Rot bedeutet, dass wir eine Ladung haben von 0 bis 20%. Und jetzt ist er auch schon auf Gelb gegangen, weil das ein ziemlich voller Akku war. Und da haben wir eine Ladung zwischen 20 und 80%. Und grün ist zwischen 80 und 100%. Und jetzt fragt ihr, und wann ist dann 100%? Ja, 100% ist dann, wenn diese Lampe ausgeht. Ja. Ich mache nochmal eine zweite dazu rein. Jetzt schaut ihr, dann beginnt wieder das Lauflicht. Dann checkt er, okay, eine neue, rot. Und jetzt werdet ihr sehen, das ist nämlich auch eine relativ neu aufgeladene. Die wartet quasi in ihrer Haltestelle, dass sie eingesetzt wird. Und die ist jetzt auch schon orange. Nächste. So, nächste. Und dann, ihr werdet jetzt sehen, die gehen auch gleich auf orange. Seht ihr, da ist schon passiert. Da passiert es noch. Jetzt habe ich nur mit diesem Ladegerät eine Geschichte, ein Problem, weswegen ich nicht nur dieses einsetzen muss, sondern ich brauche auch noch so ein uraltes. Und zwar warum? Weil ich auch noch sowas einsetze. Speziell in der Kamera mit dem Mikrofon, mit dem ich jetzt den Ton aufnehme, habe ich solche 9 Volt Blöcke drin. Das sind auch Nickel-Metallhydrid-Akkus. Das Problem hier in diesem Ladegerät gibt es eine Delta-U-Abschaltung, aber eben auch nur für diese Zellen. Ja, ihr kennt das, da spannt man die so ein. So, ich zeige euch das so. Und dann erscheint hier auch ein Licht, aber dieses Ladegerät erkennt nicht so gut, ob die Akkus defekt sind oder nicht. Deswegen, und ich wollte auch ein spezielles Ladegerät für diese Eneloops, deswegen dachte ich, okay, ich nehme die von Panasonic, weil das ist die Technologie des Herstellers und da fühle ich mich dann doch am besten aufgehoben mit der Ladeschaltung, mit der Ladeüberwachung. So. Wie gesagt, wegen den 9 Volt Blöcken brauche ich das da noch, was den riesen Nachteil hat.
bei diesem Ladegerät, und ich habe bis jetzt auch kaum welche gefunden, die die 9-Volt-Blöcke so laden, dass die auch auf eine Delta-U-Abschaltung gehen. Das heißt, dass die das überwachen, ja, und auch dann melden, ja, jetzt ist der Akku voll. Hier stecke ich die rein, lasse die meistens 10, 12 Stunden drin und dann denke ich mir, ja, ja, wird schon voll sein. Da sieht man es auch. Da gibt es 2x30 mAh und wenn ich da lese, da habe ich 200 drin. Jetzt, wenn ich 10 Stunden auflade, dann sind da 300 theoretisch drin. Etliches geht an Verlustleistung drauf. Dann bin ich mit 10, 12 Stunden gut beraten, wenn ich die auflade. So, okay, jetzt seht ihr, das Gerät lädt da. Was ist denn interessant bei dem Laden? Und zwar, das ist ein relativ schnelles Ladeverfahren. Die Akkus werden sehr schnell voll, deswegen wird das Ladegerät hier oben auch leicht warm. Und die Ladezeit, die ist abhängig von dem, wie viele und welche Akkus ihr hier drin habt. Da kann man, jetzt habe ich gerade mal geschaut, also Smart Quick Charger heißt das Gerät. Die exakte Ladedauer habe ich nicht gemessen. Ja. Mir war nur wichtig, dass es relativ klein ist, kompakt und diese Akkus unterstützt. Ob das dann eine halbe Stunde länger dauert oder eine halbe Stunde schneller fertig ist oder auch eine Stunde, ist mir im Endeffekt nicht so wichtig. Ja. Mir ist wichtig, dass die da schön geladen werden, weil bei mir ist so, ich habe keinen Stress, wenn ich einen neuen Akku brauche. Ich habe meine Akkugaragen, wo ich die vollgeladenen reinmache. Das ist ein FIFO-Speicher. Im Endeffekt gebe ich da oben Akkus rein und unten ziehe ich die raus. Das kann ich euch nachher nochmal zeigen. Und genau für sowas habe ich das. Das heißt, bei mir besteht kein Stress, ob das schnell oder langsam geht zum Aufladen. Ja? Wichtig ist, dass ich eine gute Ladekontrolleinheit habe. So. Das heißt, ich habe euch jetzt schon mal erklärt, also rot bedeutet die 0-20%, orange bedeutet 20-80%, grün bedeutet 80-100%. Und wann ist er dann wirklich auf 100%, wenn diese Lichter ausgehen? Ja? Weil ich habe am Anfang ganz häufig einfach den Akku rausgenommen, wenn da alles grün war. Das brauchen wir aber gar nicht, weil wenn es grün ist, dann lädt er noch. Dann ist er noch in dem spannungsgeführten Laden ganz am Schluss, wo noch ein bisschen was reingeht. Und dann kann man es erst wechseln. Was aber gut ist, und zwar zeige ich euch jetzt, ich habe hier ein paar Akkus, die defekt sind. Ja. Ich weiß nicht woher, aber die sind defekt. Und jetzt zeige ich euch mal, ich mache mal den raus. Der ist in Ordnung. Und jetzt mache ich mal einen dieser defekten rein, in der Hoffnung, dass er jetzt auch noch defekt anzeigt. Schauen wir mal. Oh, jetzt leuchtet er mal orange. Ah, jetzt seht ihr, er fängt rot an zu blinken. Das ist das Zeichen, dieser Akku ist defekt und kann nicht mehr verwendet werden, kann nicht mehr geladen werden. Das ist auch ein Vorteil von diesem Ladegerät, weil der erkennt das. Ältere Ladegeräte, so wie das, was ich euch vorhin gezeigt habe, der erkennt das nicht. Ja, zumindest nicht bei Lithium-Ionen-Akkus. So, das war der erste, der kaputt ist. Dann zeige ich euch nochmal den zweiten und dann kommen wir vielleicht kurz auf das Datum. Wie alt denn die Akkus sind, nachdem die defekt sind. Oh, der blinkt auch gleich. So, die Frage, also ich habe mich oft gefragt, kann ich die dann noch irgendwie retten? Ich habe die auch in das andere Ladegerät reingemacht, das die nicht als defekt erkennt und einfach mal versucht zu laden und geschaut, hey, geht da was? Können wir da ein bisschen was besser machen? Oder lässt sich der ein bisschen, sagen wir mal, wieder zum Leben erwecken? Aber es geht anscheinend nicht. Und jetzt kommt das Interessante. Ich mache mal diesen da im Hintergrund wieder rein. Dann lassen wir das einfach laden, während ich euch das erzähle. So, wir haben jetzt 2020. Und wenn ihr hier drauf schaut, auf diese Zelle, dann seht ihr, die habe ich am 1.9.2007 gekauft. 2017 sind 10 Jahre, 2022 sind 15 Jahre. Die Zelle ist jetzt 15 Jahre alt. Und ich sag mal, die hat nicht die 2000 Ladevorgänge gesehen. Ja, garantiert nicht.
Ja, weil so viel lade ich die nicht. Die halten bei mir meistens ein, zwei Jahre, wenn es in wenig betriebenen Sachen ist. Oder in LED-Lampen, so Dekolampen, halten die auch ein paar Tage. Und da bekomme ich nie die 2100 Zyklen hin. Aber es ist kaputt gegangen. Was jetzt natürlich sein kann, wenn man die sehr stark tief entlädt, dass die kaputt gehen. Also lasst so einen Akku nie sehr lange in einem einem Verbraucher drin. Wenn der zur Neige geht, nehmt sie sofort raus, ersetzt sie durch neue und ladet die dann wieder auf. Bessere Elektroniken, die schalten dann gar nicht mehr durch und die legen gar nicht mehr los. Und hier haben wir den nächsten. Der Akku ist vom 26.05.2008. Das ist jetzt ein Sony, deswegen sieht der ein bisschen anders aus. Bei Sony heißt das Cycle Energy. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch produzieren. Und der hat jetzt auch, wenn wir rechnen, bis 2022 14 Jahre drauf. Ja? Das heißt, 70, also nach 10 Jahren habe ich noch 70% drin. Und nach 15 Jahren ist er kaputt. Ja, ich habe jetzt mehrere, die schon so alt sind. Also es kann auch sein, dass der hier Unterspannung gesehen hätte. Aber ich vermute es fast nicht. Aber da kann er kaputt gehen. Also wenn er sie zu sehr entladet, dann können so Nickel-Metallhydrid-Akkus auch mal kaputt gehen. Ja. Bei mir jetzt erst zwei, seitdem ich diese Technologie einsetze. Und ihr habt gesehen, das ist jetzt seit 15 Jahren oder sogar schon ein bisschen länger. Und jetzt seht ihr auch hier, der ist schon auf grün. Die hat die Elektronik da drin hat gesehen, hey, die Akkus sind ja fast voll. Die sind schon auf 80 bis 100%. Und die werden jetzt auch gleich auf grün gehen. Und dann nach einer gewissen Zeit gehen sie aus. Und dann wissen wir, der Akku ist vollständig geladen. Und hier zeige ich euch jetzt noch diesen FIFO-Speicher. Schieben wir mal den Akku, das Ladegerät ein bisschen zur Seite. Und zwar, das habe ich mir mit dem 3D-Drucker erstellt. Das ist nichts anderes wie so ein kleines Lager quasi für Akkus. Und jedes Mal, wenn ich ein neues brauche, einen neuen Akku brauche, nehme ich den da raus, verwende den und wenn er wieder geladen ist, mache ich den da oben rein. Ja. Das stellt sicher, das ist ein sogenannter FIFO-Speicher, First In, der als erstes reingeht, kommt auch als erstes wieder raus. First In, First Out, FIFO-Speicher. Und genau so habe ich dann den Vorteil, dass diese Akkus immer gleichmäßig belastet werden. Das heißt, wenn alle 10 Mal durchgelaufen oder wenn der einmal verwendet wurde und ich mache den wieder rein, dann wartet er wieder. Alle anderen müssen dann auch einmal dran gewesen sein und dann kommt er erst zum zweiten Mal dran. Und genau so läuft es. Und dadurch stelle ich sicher, dass meine Akkus über die Zeit, die ich sie benutze, immer gleichmäßig belastet sind. Also dass nicht einer ganz, ganz oft geladen wird und einer fast überhaupt nicht, weil Nichtgebrauch und zu hoher Gebrauch nutzen die Akkus ab. Und damit habe ich einen gleichmäßigen Betrieb. Das Video, was ich gemacht habe zu dieser Halterung, kann ich euch auch hier noch verlinken. Und das habe ich mit meinem 3D-Drucker gemacht und vorher einen Blender konstruiert. Das zu diesem kleinen Exkurs zu diesem FIFO-Speicher. So, mir ist noch eine Geschichte aufgefallen, weshalb ich dieses Ladegerät nicht verwenden kann, um vollständig diese AAA-Ladung da abzustellen. Und zwar, ich zeige euch mal meine Akkus, die ich immer verwende für die Weihnachtslichter. Da ist mir das nämlich aufgefallen. Und zwar wollte ich die laden und von den Akkus weiß ich, die sind in Ordnung. Die leuchten ewig in der Weihnachtsbeleuchtung. Jetzt machen wir mal da alle rein. Die sind ein bisschen stärker wie die Enelopes von derselben Größe. Da gibt es Enelope Superpower Teile. Die heißen jetzt nicht Superpower, aber die schwarzen. Die können auch mehr Energie haben, ungefähr so viel wie die. Und jetzt schaut mal her, der signalisiert mir hier, die werden alle kaputt. Ich weiß aber, die sind nicht kaputt. So, jetzt kann ich die aber mit diesem Ladegerät nicht laden. Und das ist halt was mich im Nachhinein schon ein bisschen ärgert, ja, weil ich wollte ja, dass dieses Ladegerät eigentlich das da ablöst. Ja. Aber ich muss leider das weiterverwenden für diese Sache da. Ja. Also
was habe ich dann? Fazit, also es ist schon ein gutes Ladegerät, aber es ist sehr, sehr, sehr sensibel auf die Akkugesundheit und kann zum Beispiel diese Ansmann-Akkus nicht als IO erkennen. Ja? Wenn ich die jetzt ganz normal da reinmache bei mir, in dieses Ladegerät, dann ist alles tippitoppi. Der erkennt die. Es könnte sein, dass er jetzt sogar am Anfang schon auf grün springt. Nee, aber er lädt sie. Und deswegen kann ich dieses Ladegerät leider noch nicht vollständig in Rente schicken. Das geht leider nicht, weil ich weiß, dass diese Akkus da in Ordnung sind und dass dieses Panasonic-Ladegerät, das zugegeben natürlich voll auf die Samsung ausgelegt ist, da damit nicht umgehen kann. Das ist zu sensibel. Der Mikroprozessor, der hier den Akkustand überwacht, der ist, erkennt irgendwie bei diesen Ansmann-Akkus, dass die nicht in Ordnung wären, obwohl sie in Ordnung sind. Im Allgemeinen ist vielleicht ein bisschen zu scharf eben von der Fehleranalyse, während dieses Ladegerät hier ein klassisches ist, ohne viel Elektronik, sage ich mal. Es hat eine Delta-U-Abschaltung, wie ich euch vorhin auch schon gesagt habe. Und es kann somit auch erkennen, wenn diese Akkus da voll sind. Und dann werden die auch alle grün und damit kann ich sie laden. Was kann man dann zusammenfassend sagen? Ich denke, es ist ein tolles Ladegerät. Ja, es hat eine gute Elektronik und überwacht die Akkus hier ganz gut, lädt die auch sehr schnell. Wie gesagt, Geschwindigkeit ist bei mir nicht das Wichtige wegen meinem FIFO-Speicher. Aber es hat den riesen Nachteil, dass es Akkus zu schnell, meines Erachtens nach, zu schnell als defekt erkennt, beziehungsweise Akkus von einer anderen Firma jetzt bei Ansmann diese Technologie nicht als IO erkennt, obwohl die Akkus noch in Ordnung sind. Die sind jetzt, sage ich mal, irgendwie 4-5 Jahre alt. Diese Akkus werden immer nur an Weihnachten gebraucht. Ich lade sie immer auf, bevor ich sie einlage und so weiter. Und die werden halt jetzt als nicht IO erkannt, weswegen ich mein altes Ladegerät hier drüben auch noch brauche. Das ist ein bisschen schade. Und ja, da hätte ich mir gewünscht, dass das Ladegerät im Endeffekt alle Akkus laden kann, aber es geht leider nicht. Ich kann mein altes Ladegerät noch nicht vollständig einmutten. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, interessant für euch war und euch eine Entscheidungshilfe bietet, welches Akkugerät oder welches Ladegerät ihr kauft. Das hier drüben eher ein einfacheres. Das spezielle Panasonic für die Analogs, mache ich euch unten den Kauflink rein, wenn das für euch interessant ist. Ich denke, wenn man jetzt nur Analog-Akkus besitzt, dann wird das ausreichend sein. Auch bei mir mit den Ansmanns musste ich mein altes Ladegerät noch behalten. Dann bedanke ich mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Thank you.